Wenn Sie Kalbfleisch kaufen, was ist Ihnen dabei wichtig? Mir ist wichtig beim Kauf von Kalbfleisch auf jeden Fall die Qualität und die Regionalität. Weil ich dann abschätzen kann, wie das Tier gehalten wurde, weil ich glaube, dass unsere Vorschriften dahingehend ein bisschen besser sind, gerade wenn es ums Tierwohl geht. Ich will, dass die Tiere vernünftig gehalten werden. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Da gibt es ja auch solche und solche. Und da vertraue ich eher den Höfen, die eben artgerechte Tierhaltung auch gewährleisten. Ich finde es wichtig, dass man weiß, sie werden ordentlich gefüttert, dass sie auch mehr Platz haben, zum Beispiel in ihren Ställen. Dass man weiß, dass es ihnen gut geht, dass ordentliche Kontrollen gemacht werden, dass man auch weiß, wo das Fleisch herkommt. Die Hygienestandards hier bei uns, die sind ja ziemlich hoch. Und da ist mein Vertrauen einfach, dass es in Deutschland hier alles so ist, dass alles TÜV-geprüft ist, dass das alles zertifiziert ist. Also wenn es nachher um das Zerlegen geht in den Schlachtbetrieben, dann an sich ist es natürlich oberste Priorität, dass das Personal, was dort arbeitet, auch gelernt ist und eben auch die dementsprechenden Weiterverarbeitungen eingehalten werden, Kühlkette etc. pp. Ich würde schon sagen, dass wenn man weiß durch ein Siegel, woher es kommt, gibt mir als Endverbraucher auf jeden Fall ein deutlich besseres Gefühl. Dann würde mir das auf jeden Fall bei meiner Entscheidung helfen. Wenn ich das Gefühl habe, dass dem Tier ging es relativ gut bei Aufzucht und auch bei der Schlachtung, dann schmeckt es mir an sich schon mal besser. Nicht so oft Fleisch essen, dafür wirklich einen guten Preis dafür bezahlen. Das müsste es uns wert sein. Ja, vielen Dank. Das war's. Gerne. Danke. Bitte.